Und zack. Bam, Junge. War das nicht nice, Leute? Let's start again. Moin, ihr Zwerster und Zwersterinnen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Mordors Schatten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir hatten ja in der letzten Folge so eine richtig actionreich geladene Folge, wo wir echt ordentlich viel gekämpft haben. Und das werden wir heute wiederholen, weil so vielen Leuten die Folge gefallen hat, habe ich mir einfach gedacht, ja, machen wir heute mal weiter, dann gibt es heute mal wieder ein bisschen Gemetzel. Und deswegen machen wir uns jetzt direkt mal auf den Weg hier oben zu dieser Machtprobe, die knappe 700 Fuß entfernt ist. Sollten wir aber gut schaffen. Ich denke mal, das kriege ich gut hin und dann gibt's gleich nämlich wieder direkt hier schön Action. Und ich kann vor allen Dingen dann auch bald ein paar neue Skills lernen. Oh, da haben wir nochmal hier so ein paar Urufs oder Orks. Ich glaube aber, das sind Urufs. Oh, ich habe da hinten irgendwo einen Riesen gehört. Ja. Oh, fuck, der kommt hier auch in die Nähe. Weckt mal schnell weg hier. Zack. So. Die können wir dann jetzt erstmal hier direkt wieder wegklatschen ordentlich. Oh. Geisterfaust und zack, 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 zack. So, den hauen wir jetzt direkt tot hier. Sehr schön. So, dann hauen wir ihm direkt das Ding rein. So, und auf ihm gehe ich wieder drauf. So, zack. Sehr schön. Also ich komme mit dem Kampfsystem echt sehr gut klar mittlerweile. Man muss halt nur gucken, dass man echt immer ordentlich Damage macht, damit man dann natürlich schön... Ach nee, der ist schon tot. Sehr schön. So. Den klatschen wir auch so weg. Sehr gut. Und dann können wir uns jetzt nämlich auf den Weg da zu dieser Machtprobe machen. Und dann werden wir mal gucken, wer da auf uns wartet. Ja, da wird ja auch irgendein Kollege wieder stehen. Oh, da läuft eine Spinne rum. Bin mal gespannt, ob die Spinnen auch so als Gegner im Spiel mal wieder kommen. Wir brauchen auch nur noch 37 Macht. Dann haben wir die nächste Stufe hier, nämlich die dritte. Und da sind, glaube ich, einige coole Skills bei. Werden wir dann gleich aber sehen. Oh, hier sind wieder von diesen Viechern welche. Oh, 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 oh. Schnell hoch hier. Ah, ich lauf lieber weg. Boah, die Viecher mich hier kriegen. Uruks müssen sich unter ihres... Oh. Uruks müssen sich unter ihresgleichen beweisen, indem sie tödliche Herausforderungen meistern. Wenn sie überleben und nicht davonlaufen, erlangen sie Macht. Mische dich in die Machtprobe ein, um Saurons Armee zu schwächen. Definitiv werden wir das jetzt machen. Da bin ich jetzt mal gespannt. Oh, nice. Das dumme Vieh ist kein Problem für mich. Lass es frei! Scherzbold. Okay, den müssen wir jetzt wegklatschen anscheinend. Okay, da werde ich mich jetzt drum kümmern. Ein nach dem anderen schön mit dem Bogen wegknallen. So, haben wir hier noch welche? Ja, da oben. So, sehr schön. Und die Faust der Geister, Kollege. So, den hauen wir direkt so weg hier. Zack. Feierabend hier. Hat er mich doch noch erwischt. Und den jetzt hier, zack. Sehr schön. So, du kriegst auch direkt eine Geisterfaust. Und zack, den hauen wir jetzt direkt den Kombo-Schlag rein hier. Und jetzt kriegst du den hier nochmal. Zack. Und umdrehen. Ah, nice. So, das läuft doch schon mal gut hier. Leute, er ist schon wieder voll. Willst du mich bekämpfen oder die Bestie? Ich werde dich jetzt bekämpfen. Dich werde ich jetzt bekämpfen, Kollege.
Oh, der ist aufgestiegen. Der hat Macht dazu bekommen, weil die Machtprobe gelöst hat. Mist. Eine schmutzige Angelegenheit. Lasst es uns beseitigen. Aber den werde ich jetzt töten. Ich habe trotzdem die Punkte bekommen. So, zack. Und zack. Mir haben ein paar Leute gesagt, ich soll die Brandmarken mal mehr. Und jetzt auch nicht. So, ich muss jetzt nur mal gucken, wie geht das? Aufzehrung, Verhören? Aufzehrung ist das, glaube ich. Oh, da habe ich den jetzt getötet. Ja, anscheinend ja. Naja, jetzt gibt es auf jeden Fall nochmal was. Zorn der Natur. Chance von 20% beim Ritt auf einer Bestie für die Tötung und Schwerter. Okay, jetzt konnte ich es leider nicht ganz zu Ende lesen. Ist aber auch nicht so tragisch. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich jetzt die Stufe 3 von diesen Sachen freigeschalten habe. Ich wollte aber trotzdem gucken, dass ich jetzt noch hier so Aufträge mache. Genau, hier haben wir noch Festmahl. Greife Snagok Kerkermeister auf seinem Festmahl an, um Saurons Armee zu schwächen. Okay, das werden wir gleich auf jeden Fall auch noch machen. Jetzt gehen wir erstmal unter Verbesserung und werden dann die neuen Fähigkeiten lernen, die wir haben. Nice. Also, sofortiger Todesstoß. Verringe die benötigte Zeit, um einen Bodenhinrichtung bei einem bodenliegenden Feind durchzuführen. Das ist auf jeden Fall eine ziemlich gute Sache. Das benutze ich deswegen nämlich oft nicht, weil es einfach zu lange dauert. Verbesserter Sprintangriff. Ah, okay. Angriff von oben. Was haben wir hier? Terrorisieren, eine furchteinflößende Schleichtötung. Gedrückt halten die umstehende Gegner. Ach so, ja, das kenne ich ja noch. Was haben wir hier noch? Geistertodesstoß. Opfere von Aufzerrung und Klingenhagel. Tötung explodieren und lassen umstehende Feinde zurückschrecken. Okay. Führt Aufzerrung aus dem Schleichen heraus aus. Macht das? Dann läuft er weg. Na gut, das ist eigentlich nicht mein Ziel. Ja, ich brauche jetzt für das nächste Ding noch 500 Punkte. Müssen wir mal schauen. Ich habe noch Miran. Ja, ich will auf jeden Fall Elbengeschosse auch machen, dass ich mehr habe. Also wir müssen auf jeden Fall auch bald hier noch mal ein bisschen mehr Miran holen. So, zack. Sehr schön, den haben wir erledigt. Ja, Zeit zu sterben. Nicht heute, mein Freund. Ich komme weg. Was haben wir hier? Es scheint irgendwie ein General oder so, glaube ich, zu sein, weil da ist so ein roter größerer Pfeil. Ist das nicht, dass hier oben ein General oder so ist? Oder ist da ein Schütze? Ja, Schütze. So. Zack. So, dann können wir nämlich jetzt hier rüber langlaufen. Oh. Nice. So, und du bist dran. Oh, nice. Ja, den hat er schnell getötet. Warte, bekommen. Oh. Ich rieche etwas. Aufzehrung. Hab's mir bloß eingebildet. Wird er jetzt zu mir? Halte den Sklaven auf! Koste meinen Stahl! Ah, komm, den tue ich jetzt meucheln von hinten. So. Gut, erledigt. Da haben wir auch geschafft. Da machen wir uns jetzt mal auf den Weg zu meiner Mission. Die will ich jetzt erledigen. Das ist wichtiger für mich. Also ich kann die noch nicht übernehmen. Muss ich diese Fähigkeit Brandmarken erst lernen? Guck mal. Also weil einige sagten, ich soll die Leute mal brandmarken. Aber dafür gibt es anscheinend keine Fähigkeit. Hm. Obwohl ich das eigentlich haben sollte, ne? Die zu brandmarken. Oder ich muss die erstmal ausfragen und dann brandmarken. Das kann auch sein. Ich habe das noch nie gemacht. Da muss ich jetzt mal drauf achten gleich, wenn ich mal so einen Hauptmann wieder erledige. Einer Bleichhaut angestellt hat. Ich hab's gehört. Er hat den Speer so fest geworfen, dass er ihn glatt durchbohrt. Oh. Ja, komm, machen wir die Mission jetzt direkt. Auf geht's. Gar nicht lange rumwarten hier. Ich wichte, trinke ich mit Leichtigkeit unter den Tisch. Ah, okay, das sind seine Reitwächte.
Nice. So. Boah. Ich hoffe, der konnte jetzt keine zur Hilfe rufen. Rennst du wieder davon, wie sonst immer? Ja, wie sonst immer, Junge. Weißt du, wie viele von deinen Brüdern ich schon getötet habe, Kollege? Nice. Ja gut, jetzt muss ich ihm den Schlag noch geben. Den Trick kenne ich schon. Bam. Und jetzt ist er tot. Nice. Den haben wir auch erledigt. GG. Das ging schnell. Und töten. Zack. Sehr gut. So, dann sammeln wir das auch noch ein. Gleichtötung mit Bogen. Okay. So, und dann haben wir hier noch ein Feld. Ein rotes. Das holen wir noch eben. Dann haben wir, glaube ich, soweit alle roten Teile gemacht, die ich hier machen konnte. Erstmal in näherer Umgebung. Es gibt ja später noch mehr Gebiete, haben mir sogar ein paar Leute geschrieben. Da bin ich auch mal gespannt drauf. Aber dann werden wir gleich noch ein paar Nebenquests machen. So, von den Artefakten und so welche sammeln. Und die kann ich ja natürlich auch noch definitiv gebrauchen. Ah, musst du aufpassen, die sind oben überall von diesen Pfeildudes wieder welche. Will ich mich nicht, dass sie mich erwischen oder von diesen Speerwerfern. Ah. Zack. Kriegst direkt ein Dolch ins Gesicht. Mein Freund. Ah, komme ich hier nicht irgendwo weiter? Da hinten? Mal gucken. Ich dachte, ich hätte diesen kleinen Wicht geschnappt, der hier umherschleicht. So. Wieder entkommen. Wir sollten in der Umgebung ein paar Fallen aufstellen. Sehr schön. Ah, ich komme gut voran, Leute. Ich glaube, da hat sich etwas bewegt. Nee, hat sich nichts bewegt. Oh, zack. Den haben wir auch erledigt. Sehr schön. Mächtige Uruks bedrohen und nötigen andere, ihrem Gefolge beizutreten. Sie sind erfolgreich, erlangen die Hauptmännermacht. Sind sie erfolgreich, erlangen die Hauptmännermacht. Okay. Der versucht also, neue Leute zu rekrutieren. Dann werden wir den jetzt versuchen, auch aufzuhalten. Das ist der. Alter, was hat denn der dafür? Ist das ein Streitkolben? Eure Waffen! Ihr kriegt was Schönes zum Aufschlitzen. Ja, warte mal ab, was du jetzt gleich kriegst. Wir folgen? Du bist erbärmlich. Ja, passt auf, was ihr jetzt kriegt, Feines. Und zack. Bam, Junge. War das nicht nice, Leute? Ey, das war doch jetzt mal richtig gut gemacht. Sehr schön. So muss das sein. So stelle ich mir das vor. Und schnell hier hoch. Zack. Oh Gott. Komm ich hier nicht weg? Gut, dann gucken wir mal einfach, wo ein anderer Auftrag ist, den ich machen kann. Also hier hinten habe ich noch ziemlich viel zu tun. Hier sind auch noch einige Aufträge, aber ich würde sagen, wir machen uns jetzt erstmal auf dem Weg hier hinten hin und lösen hier erstmal alle Aufgaben. Das mache ich auch mit der Schnellreise. Und dann können wir nämlich jetzt hier oben anfangen bei dem Artefakt und dann holen wir den Rest schnell. So, dann würde ich sagen, laufen wir mal los. Duell jetzt verfügbar. Oh, hier ist ein Duell gerade irgendwo. Ah, das ist auch direkt hier in der Nähe. Das werden wir dann gleich auch noch holen. Laufen wir erstmal hier schön durch. Ich kann sie riechen. So, zack. Und da ist noch was. Jetzt mach die Klappe zu und halt die Augen offen.
Geräusch. Da! Menschen abschauen! Nur du und ich! Ja, mich kriegt ihr eh nicht. Dann schnell hier rüberlaufen. Zack, und dann geht's hier lang und dann hier. Na, komm hoch, schön hoch da. Hab gehört, wenn du den grauen Schleim aus den Sklavenköpfen isst, steht dich was halt. Für den nächsten Kampf. Ich habe etwas gesehen. Na, komm. Schieß mal schön runter. Dann kann ich hier ungestört rüberlaufen. Dann sind die nämlich jetzt unten mit ihren Fliegen beschäftigt. Habe ich ein Glück, noch am Leben zu sein. Hab gesehen, wie der Geist des Sehr schön. Und da haben wir nämlich jetzt ein Artefakt. Das sammeln wir jetzt direkt mal auf. Was haben wir denn gefunden? Zerfledderte Botschaft. Eine von der ausgestoßenen Erin auf Pergament verfasster Brief. In ihm wird die unmittelbar bevorstehende Gefangennahme durch die Uruk beschrieben und er ist offensichtlich für Hirgon bestimmt. Erins Ehemann und Anführer der Ausgestoßenen. Ob er jemals seinen Empfänger erreicht hat, steht auf einem ganz anderen Blatt. So, und da unten haben wir unser Symbol. Mein liebster Hirgon, ich verstecke mich außerhalb des Lagers und bete, dass sie mich nicht entdecken. Sie versklaven jeden, den sie finden, wenn du doch nur hier wärst. Aber ich weiß, dass du die Uruks bekämpfen musst. Sonst hat niemand von uns eine Chance, je frei zu sein. Ich fürchte, ich werde dich niemals wiedersehen. Ich weiß nicht, wie lange ich überleben kann, wenn sie mich finden. Deine dich liebende Ehefrau, Erin. Okay, Erin. Dann würde ich sagen, machen wir auch direkt mal weiter hier im Geschehen. Genau. Gehen erstmal hier raus. So, Pfeile haben wir genug. Dann werden wir nämlich jetzt als nächstes hier dieses Symbol uns gönnen. Karak Angrim, die Isenmünde, hielten ihre Gefangenen in einem eisernen Griff. Der dunkle Herrscher, ganz gleich in welcher Gestalt, strebt nach Herrschaft. Ah, ich muss gucken, dass ich da rüberkomme am besten. Am besten lasse ich mich hier drauf fallen, so. Dann nehme ich den Bogen. Schieß das Ding runter. Wow, wow, wow. Ich wollte eigentlich nicht runterspringen, das war eigentlich nicht Teil des Plans. Aber anscheinend haben die mich sowieso nicht gekriegt, weil die alle weggelaufen sind. Kann passieren, kann passieren. Und schnell hoch hier, komm. Ja, manchmal ist das mit dem Klettern noch ein bisschen eigenartig. So. Zack. Töten wir so eben schnell. Sehr schön. So, hier müsste irgendwo das Symbol eigentlich sein. Uns ein bisschen umschauen. Ne, ich bin anscheinend schon dran vorbei. Drinne ist es nicht, ne? Ah, da unten ist es. So, sehr schön. Na, nicht hier, Gelaia Mordor. Ah. Gut, dann können wir als nächstes den Auftrag machen oder erstmal holen wir das Symbol. Dann mache ich mich jetzt auf den Weg hin. In der Nähe. Hast du etwa Angst? Ich hoffe nicht. Sonst erspare ich dem Waldläufer die Arbeit und stech dich selbst ab. Natürlich ist der Waldläufer in der Nähe. Bam. Meine Freunde, der Waldläufer ist sowas von in der Nähe. Und er wird sich natürlich das holen, was ihm zusteht. Dieser Uruk wurde erschlagen. Na, komm schon hoch hier. Ah, schnell hoch aufs Haus. Bevor der Dude mich da entdeckt. Und ich werde bereit sein, seine Feinde zu zerschmettern. Jawohl. Wir reißen ihn die Glieder aus und fressen uns an ihrem Fleisch. Da kann ich hier rein? Ja, sehr schön. Da ist nämlich das Symbol. Sehr gut, da haben wir direkt das nächste. Ja. Brauchst was, das sich wehrt? Oh, da oben ist ein Schütze. Ja, komm hier hin, komm hier hin. Habt ihr das gehört? Ich hab den dreckigen Tag gesehen. Zack.
sehr schön. Machen wir so platt. Und den machen wir so. Entfache endlich das Feuer! Ich, du! So. Bleibt da jemand umher? Zeig mir was. Ah, ich muss jetzt gucken, dass ich hier erstmal wegkomme. Ah, ich gehe am besten erstmal hoch. Ah, da ist auch die Mission, die ich machen wollte. So, den haben wir im Sprung eingegeben. Ich glaube, die sind alle gut abgelenkt gerade. Was war das, eine Explosion? Zack. Oh, da hinten ist direkt dieses rote Symbol. Ich glaube, das mache ich zuerst. Bevor ich jetzt die Aufgabe mache. Da haben wir lieber eine actiongeladene Aufgabe. Ich glaube, die interessiert sowieso mehr von euch. Kümmern wir uns darum. Machen wir die erstmal. Das ist eine Duellaufgabe, meine ich. Rekrutierung. Ach so, der will schon wieder Leute anwerben. Gut, dann kümmern wir uns da auch drum, Leute. Alter Schwede, sind da viele. What the hell? Habt ihr Lust, Radau zu machen? Dann schließt euch mir an. Aber da ist für alles gesorgt. Sehr schön. Pam, Junge. Boah, Leute, habt ihr das gesehen, wie ich den auseinandergenommen habe direkt? Zack. So, jetzt wird hier einer nach dem anderen erledigt. Komm her. Boah. Zack, sehr gut. Und du bist als nächstes dran. Zack. So, jetzt zack, 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 zack. Und Todesstoß. Erstmal hier schön sammeln. Schleicht da jemand mehr? Okay, ich will den ultimativen Kampf hier. Nice. Ja, kommt alles schön hinterher. Dabei habe ich doch so eine scharfe Klinge. So, Freunde. Jetzt hole ich mir hier den ultimativen Fight. Nice. So, und direkt hier rüberrollen. Ja, nice. Ein Kopf weniger. Und den hauen wir auch weg hier. Da haben wir noch einen. Den knall ich jetzt direkt einen Pfeil ins Gesicht. Sehr gut. Ja, ich komme gut klar, Leute, ne? Also gegen mehrere jetzt hier mittlerweile kämpfen ist ja gar kein Thema mehr. Also mir macht das Spiel echt richtig, richtig viel Spaß. Die Aufgabe noch gesperrt? Schalte für die. Ja, okay, gut. Ist noch gesperrt. Dann machen wir jetzt erstmal da hinten diese Faust. Da gibt's nämlich wieder schön Miran auf. Ich wäre letztens fast in Flammen aufgegangen. So, wo war die Aufgabe denn? Ich glaube, das war nur ein tiefer. Ah.
So, zack. Oh, jetzt habe ich außerdem auf den das eingesetzt. Wir werden dich in Stücke hacken. Den will ich jetzt erstmal als erstes wegklatschen. Ja. Okay, da krieg ich einen nach dem anderen auch weggeklatscht hier. Nice. Und zack. Sehr schön. So, wo war denn jetzt meine Aufgabe, die ich gerne machen wollte? Alter, hier kommen ja noch mehr! Wie viele hier kommen, ey? So, jetzt muss ich wieder meinen Fokus hier aktivieren. So, zack. Ja, machen wir den. Einen nach dem anderen hinrichten. Boah, dieser Sound, ey. So heftig. Die Folge, ne? Ey, die letzte ging ja schon ab, aber die hier, absolut krass. Wie der einfach alles auseinander nimmt. Alleine schon nur kämpfen macht in dem Spiel schon richtig Spaß. Oh, aber jetzt ist auch mal Schluss hier. Ich habe ja ein paar Aufträge zu erledigen. Hier oben ist die Aufgabe. Bevor ich mich hier zu sehr in noch andere Sachen vertiefe. Für jede Beleidigung, ob wahrhaftig oder bloß eingebildet, werden die Sklaven von ihren brutalen Zuchtmeister hingerichtet. Rette sie vor diesem ungerechten Schicksal. Das werden wir machen, Freunde. Werden wir machen. Das Schlimmste an diesen Bleichhäuten ist, dass sie sich immer müde stellen, die faulen Säcke. Da werden wir machen, drei Uruks töten. Wenn es wiederkommt, töten wir es. Ich hab ihn gesehen! Tötet ihn! Habt ihr das gehört? Oh. Jetzt sind hier so viele hinter mir her. Jetzt sollte ich ganz schnell das Weite suchen. Das hört sich nicht gut an. Na, komm her. Na, kommst du da hinten? Komm her. Die Bleichhaut ist längst weg. Hab ich da gerade etwas gehört? Ja, komm her, komm her. Hier treibt sich ein Mörder herum. Komm her. So, zwei zusätzliche Ziele erfüllt schon. Ja, der müsste jetzt eigentlich auch zählen. Ja, sehr gut. So. Karagor. Dem könnt ihr euch jetzt rumschlagen. Ich kümmere mich jetzt darum, die Sklaven zu befreien. Bam, Junge. Nice. Boah, jetzt muss ich weglaufen. Alter Schwede. Boah, sind das viele. Das sind zu viele Leute. Okay, mit so vielen will ich mich dann doch nicht anlegen. Ich hab ihn.
ein wenig übertrieben dann. Bleib, wo du bist. Blute für mich. Oh nein, bitte kein Karagor. So, jetzt reicht's, Freunde. So, ich werde den jetzt schön nutzen, um euch abzuschlachten oder auch nicht. Alter, sind das viele! Bitte hilf mir, bevor sie wiederkehren. Endlich bin ich frei. Oh, fuck, Alter. Schnell hoch hier, schnell hoch hier. Oh, da sind so viele von denen. Abhauen hier. Die Schützen trainieren schon den ganzen Tag. Ich hoffe, sie sind inzwischen besser geworden. Die Amulett bringe ich ihnen heute um, wenn er zurückkommt. Das wird wohl so schnell nicht noch einmal passieren. So, jetzt müssen wir gucken. Sie haben jedes einzelne Ziel getroffen. So gut waren sie. Oh, hier sind so viele von denen. Das ist echt abnormal, Leute. Hast du das gehört? Das sind einfach zu viele. So. Alter, das sind ultra viele. Oh, Alter, lauf doch! Oh Gott. Schnell hier hoch. So. Ich versuche jetzt einfach ganz schnell hier hinten noch den Dude zu befreien. Wir brauchen Hilfe. So, sehr schön. Dann habe ich nämlich die Aufgabe auch erledigt. Und jetzt kann ich abhauen, Leute. Heute wieder die Folge schön überzogen. Aber das ist so krass, ey. Manche Aufgaben gehen so heftig ab, ne? Und das Spiel macht so unfassbar viel Spaß. Sorry, dass das Let's Play übrigens heute so spät kommt. Ich musste heute auf eine Info warten und deswegen konnte ich die ganze Zeit keine Videos aufnehmen, groß. Also deswegen, sorry Leute. Und ja, dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat an dieser Stelle, könnt ihr ja gerne ein Däumchen nach oben da lassen und einen netten Kommentar. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir dann noch so die restlichen Aufgaben, die vielleicht übrig sind. Und können dann weiter in der Hauptstoryline machen. Ja, und vielen, vielen Dank für den ganzen Support. Vor allen Dingen auf der letzten Folge. Macht unglaublich viel Spaß. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.